Polizeiberichte Berlin, 2. Mai 2023. Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht: Versuchter Straßenraub. Nummer 0661. Vier unbekannt gebliebene versuchten gestern Abend, einen 30-Jährigen zu berauben und verletzten ihn dabei mehrfach. Gemäß eigener Angaben hielt sich der später Verletzte kurz nach 20 Uhr am U-Bahnhof Cottbusser Tor auf, als das Quartett auf ihn losging. Dabei soll einer der Tatverdächtigen zunächst versucht haben, dem Mann das Handy zu entwenden, was dieser jedoch zu verhindern wusste. Bei der sich dann entwickelnden körperlichen Auseinandersetzung sollen die Angreifer mit Reizgas gesprüht, ihrem Gegenüber mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen sowie zweimal in den Oberschenkel gestochen haben. Während sie danach ohne Beute flüchteten, suchte der 30-Jährige nach Hilfe, die er bei Polizeikräften fand. Diese alarmierten nach Feststellung zweier Stich sowie der Kopfverletzung einen Rettungswagen, dessen Besatzung den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Dort verblieb er stationär. Die weiteren Ermittlungen führt nun ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 5, City. Bericht: Flammen greifen auf Wohnhaus über. Nummer 0662. Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in Rudo hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts vergangene Nacht die Ermittlungen übernommen. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 48 gegen 23 Uhr auf ein in Brand geratenes Carport in der Zittauer Straße aufmerksam. Die Flammen drohten auf das angrenzende Einfamilienhaus überzugreifen. Parallel zur Alarmierung der Feuerwehr begab sich ein Kollege umgehend zur Haustür, um die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 68 und 70 Jahren, aus dem Haus zu bitten. Wenig später geriet der Dachstuhl in Brand, welcher im weiteren Verlauf von Brandbekämpfern gelöscht werden konnte. Neben den Schäden am Unterstand und dem Wohnhaus wurden durch die erhebliche Hitze weiterhin zwei Geräteschuppen auf dem angrenzenden Grundstück beschädigt. Verletzt wurde niemand. Bericht? Polizeibeamter nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen angefahren. Nummer 0663. Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Siemensstadt alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen führten Einsatzkräfte gegen 20 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Nonnendammallee durch. Ein Audi-Fahrer sowie ein Motorradfahrer, die sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert haben sollen, Wurden aufgefordert, anzuhalten. Der Audi-Fahrer kam der Aufforderung der Dienstkräfte nach, auch der Motorradfahrer verlangsamte seine Fahrt augenscheinlich zunächst, bevor er erneut Gas gab und einen 33-jährigen Polizeibeamten anfuhr. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige über einen Parkplatz in die Paulsternstraße und in Richtung der Gartenfelder Straße. Der Polizeibeamte wurde verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 West. Bericht Brandstiftung an Pkw. Nummer 0664. In Wedding wurden heute früh drei geparkte Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt. Gegen 4.35 Uhr bemerkte eine Autofahrerin, die die afrikanische Straße befuhr, Flammen an einem am Straßenrand geparkten Renault und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem Pkw, konnte jedoch nicht verhindern, dass zwei vor und hinter dem Wagen abgestellte Pkw durch die Hitze ebenfalls beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Hinweise auf eine möglicherweise politisch motivierte Tat liegen bislang nicht vor. Bericht, drei Verkehrsunfälle verursacht. Nummer 0665. Gestern Abend wurden Polizeieinsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Wittenau gerufen, den eine Frau offenbar unter Alkoholeinfluss verursacht hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkten zwei Zeuginnen gegen 19 Uhr in der Rue Georges-Wallerei eine 45-jährige Autofahrerin an ihrem stehenden Fahrzeug, die augenscheinlich einen Verkehrsunfall mit einem dort parkenden Auto gehabt hatte. Die beiden 45 und 51 Jahre alten Zeuginnen wurden von der Autofahrerin angesprochen und näherten sich daraufhin, um gegebenenfalls Hilfe zu leisten. Nach einem kurzen Gespräch stieg die Autofahrerin in ihren Wagen und fuhr los. Sie stieß dabei gegen die 45-Jährige, die durch den Aufprall stürzte und sich am Bein verletzte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurde. Die Autofahrerin entfernte sich mit ihrem Wagen vom Unfallort. Sie befuhr die Straße Altwittenau und kam in der Linkskurve zur Gorky-Straße von der Fahrbahn ab. Sie stieß dabei gegen einen Baum und verletzte sich durch den Aufprall am Bein. Zwei herbeieilende Zeugen vor Ort leisteten erste Hilfe, die von den alarmierten Rettungskräften übernommen wurde. Die Autofahrerin kam in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird und eine Blutentnahme erfolgte da die 45-jährige augenscheinlich alkoholisiert war. Die weiteren Ermittlungen zu den drei Verkehrsunfällen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 Nord übernommen. Bericht Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Auto. Nummer 0667 In der vergangenen Nacht kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Busfahrer und einem Autofahrer, bei dem der zuletzt Genannte verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 28-jährige Fahrer eines Busses der BVG die Busspur der Bülowstraße in Richtung Wittenbergplatz befahren haben, als ihn um kurz nach Mitternacht ein 21-Jähriger mit seinem Auto ausgebremst haben soll, der vor ihm auf der Busspur unterwegs war. Um den autofahrenden Mann zu überholen, soll der 28-jährige auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben, woraufhin sich der 21-Jährige mit seinem Wagen mittig auf beiden Fahrstreifen platziert und so ein Überholen verhindert haben soll. Infolgedessen soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der Autofahrer den Busfahrer beleidigt haben soll. An der Kreuzung Kleiststraße an der Urania hielt der Berufskraftfahrer an einer Haltestelle an, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Anschließend soll er beschleunigt haben und gegen das Auto des 21-Jährigen gefahren sein, das auf dem linken Fahrstreifen vor einer roten Ampel hielt. Dabei erlitt der Autofahrer Schmerzen an einem Bein, dessen ärztliche Behandlung er allerdings ablehnte. Der Busfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Alarmierte Polizeikräfte beschlagnahmten die Führerscheine beider Männer. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd, übernommen. Bericht, nach blanker Zerstörungswut, Zeugen gesucht. Nummer 0668 Nachdem aus einer Gruppe von vermummten Personen heraus, am vergangenen Samstag in der Zeit von Mitternacht bis 0.30 Uhr unter anderem zahlreiche Fahrzeuge und Schaufensterscheiben beschädigt wurden, bittet der polizeiliche Staatsschutz um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben folgende Fragen. Wer kann sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen? Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Personen auf der Seidelstraße Alte Jakobstraße oder in der Nähe dieses Bereichs wahrgenommen und kann weitere Angaben dazu machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an den Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt, LKA 521, Bayernring 44 in 12101 Berlin, unter der Rufnummer 030-4664-952101, per E-Mail an LKA 521.polizei.berlin.de, via Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle. Erstmeldung Nummer 0644 vom 29. April 2023: Zahlreiche Autos und Fensterscheiben beschädigt, zwei Festnahmen. In der vergangenen Nacht zerstörte eine Gruppe in Mitte mehrere Autos sowie Fensterscheiben von Gebäuden. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestand die Gruppe aus mindestens 20 dunkel gekleideten Personen, die gegen Mitternacht von der Seidelstraße bis zur Alte Jakobstraße einen hohen Sachschaden verursachten. So wurden insgesamt 17 Fahrzeuge, unter anderem mit Steinen, beschädigt. Zwei Fahrzeuge wurden zudem in Brand gesetzt. An angrenzenden Hausfassaden hinterließ die Gruppe Schmierereien mit Bezug zum 1. Mai, auch Farbbeutel wurden gegen Fassaden geworfen. Betroffen war davon unter anderem das Jobcenter Mitte. Des Weiteren flogen Steine gegen Fensterscheiben von Geschäften und beschädigten diese. Zudem bewarfen Personen aus der Gruppe auch ein in die Seidelstraße einbiegendes Fahrzeug einer Sicherheitsfirma und verursachten damit einen Schaden an der Heckscheibe des Wagens. Menschen wurden nicht verletzt. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen noch in der Nähe der Tatorte zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 21 Jahren fest. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der Jüngere wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen, die der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes wegen besonders schweren Landfriedensbruchs übernommen hat, dauern an. Bericht: Kraftfahrzeugrennen mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nummer 0669. Gestern Nacht kam es nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zu einem Verkehrsunfall in Buko. Nach ersten Erkenntnissen stellten Polizeikräfte einer Zivilstreife gegen 0.30 Uhr ein Fahrzeugrennen zwischen drei Fahrzeugführenden auf der Bokoa-Chaussee fest. Die Einsatzkräfte schalteten Blaulicht und Martinshorn ein, um die Fahrzeugführer anzuhalten, wobei sich einer der Fahrzeugführenden in unbekannte Richtung entfernte. Der Mercedes-Fahrer sowie der VW-Fahrer flüchteten nun mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und missachteten dabei mehrere rote Ampeln. An der Kreuzung Marienfelder Chaussee Quarzweg Rosenheimer Weg kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr der VW auf den Mercedes auf, wodurch der Mercedes ins Schleudern geriet und dabei gegen einen Gartenzaun sowie einen Stromverteilerkasten prallte. Der 41-jährige mutmaßliche Mercedes-Fahrer sowie der VW-Fahrer versuchten anschließend zu Fuß zu flüchten. Während dem VW-Fahrer die Flucht auch gelang. Nahmen Polizeieinsatzkräfte den mutmaßlichen Mercedesfahrer fest. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss Berausch in der Mitte stand, erfolgte neben einer erkennungsdienstlichen Behandlung auch eine Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Zur Beweissicherung erfolgte ebenfalls die Beschlagnahme der beiden Unfallfahrzeuge. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder entlassen. Die weiteren noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd. Bericht: Schussverletzung erlitten. Nummer 0670. Im Verlauf eines Streites erlitt ein Mann vergangene Nacht in Wilmersdorf Verletzungen durch einen Schuss aus einer Faustfeuerwaffe. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen gerieten ein 51- und ein 59-Jähriger gegen 4.15 Uhr vor einem Lokal an der Kreuzung Uhlandstraße-Berliner Straße miteinander in einen Streit. Kurze Zeit später wollten die Gäste im Inneren des Lokales einen lauten Knall gehört haben und eilten heraus, auf den Gehweg vor die Kneipe. Dort sahen sie die beiden Männer, die sich mittlerweile im körperlichen Streite befanden, und alarmierten die Polizei. Die eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten stellten bei dem 51-Jährigen jeweils eine Schussverletzung im Brustkorb und an einer Hand fest und alarmierten Rettungskräfte zum Ort, die den Verletzten in ein Krankenhaus brachten. Dort verblieb er nach einer Operation stationär. Den 59-Jährigen Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West, Überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.